Ich habe es endlich reingeschafft. Let's go und wir gehen auf die neuen Evolutions rauf. Mich würde ja echt mal interessieren, wie viele Evolutions ihr bisher schon gemacht habt. Ich habe Real Talk einmal die Founders Evolution gemacht und danach nie wieder eine Evolutions-Karte angefasst. Aber heute ändern wir das Ganze. Und zwar sind wir beim unerbittlichen Flügel angekommen. Da müssen wir ja mal schauen, was wir da brauchen. Und er darf nur 79 Gesamt haben, 71 Tempo, 79 Schießen, 82 Dribbling, 79 Physis, Position rechter Flügel und Anzahl der Spielstile maximal 8. Diese Voraussetzungen sollte, denke ich mal, jeder schaffen. Und wir sehen hier schon, dieser Abdulkar geht von 75 auf 81 und kriegt dann 3 Schuss, 3 Pass, 3 Dribbling und einen Spielstil harter Pass dazu. Und dann kriegt er hier nochmal den Spielstil unerbittlich, dass er also halt viel, viel länger laufen kann, ne? Mega, kann man. Ja. Digga, dieses Server sind so bodenlos. So, das sind die 5 Tore. 21 Minuten in Squad Battles. Ich klemme den Stick ein, wir sehen uns danach. Jetzt müssen wir 5 Partien in For Champions oder Rivals spielen. Dafür gehen wir in die Weekend League rein, aber wir machen auch noch was anderes gleich dazu. Und danach müssen wir noch 4 Spiele gewinnen. Was krachen wir? 3 Spiele in Squad Battles mit mindestens 2 Toren oder halt auch in For Champions. Am besten machen wir die zusammen und ja, noch 5 Tore Vorlagen machen. Das kriegen wir hin, oder? Gehen wir in Bruch zusammen. So, Freunde, Renan Lodi haben wir gleichzeitig noch abgeschlossen. Den werden wir heute nämlich auch noch testen in der Weekend League. Dazu kriegt ihr auch in diesem Video das Review direkt dazu. Ah, perfekt. Geiles Kartendesign auf jeden Fall. Die EA-Kurs geht raus an der Stelle. Ey, in meinem Zimmer ist es so warm. Ich weiß nicht, ob ich eine Mütze mal anziehen soll oder nicht. Also wundert euch nicht, wenn ich die Mütze noch 5-mal aufziehe in diesem Video. Auf jeden Fall, ich merke gerade so langsam, mein Verein ist echt voll mit irgendwelchen Karten. Ne? Schaut euch das mal an. Hier ist so einmal das ganze Team. Und dann hier auch nochmal die ganze Bank. Das sieht auf jeden Fall mittlerweile schon richtig sexy aus. Und jetzt müssen wir noch den Lodi hinzufügen. Wenn ich den hier irgendwo finde, my friend, where are you? Da war der doch gerade. Ich finde, der sieht irgendwie auf dem Bild auf den ersten Blick aus wie Aubameyang, oder? So, ich habe mein Team jetzt fertig gebaut für die Weekend League und auch fürs Bailey-Ding. Ne? Also wir machen jetzt einmal die Bailey-Evolutions-Karte, damit wir auch einen nice Stürmer haben. Ich habe mir jetzt Thiago noch für das Team gekauft. In der Hoffnung, dass er irgendwas kann. 100.000 Coins, better don't enttäusch mich auf jeden Fall. Ich denke mal, da wird auch vom Preis noch ein bisschen droppen. Und hier haben wir den Kimpembe, den habe ich First Owner. Und dann hier den Renan Lodi. Er hat auf jeden Fall 4 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß, hoch. Richtig geil, vor allem er kann sich upgraden. Der gehört zu Umut. Das bedeutet, wenn Umut das Turnier da rasiert oder was auch immer. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht genau damit beschäftigt. Wenn ihr es genauer wisst, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Aber ich bin der Meinung, dadurch, dass das Ding zu Umut gekoppelt ist, sollte das Ding auf jeden Fall mindestens ein Upgrade bekommen. Oder Renan Lodi sollte ein Upgrade bekommen. Kann Linksverteidiger, Linksaußenverteidiger spielen. Also da jetzt auch nichts Besonderes und ganz mal auf den Chemistry Style Basic hat er jetzt diese Werte. Ich denke mal, ich werde ihm noch einen Shadow drauf klatschen, damit noch seine Defensivwerte ein bisschen besser werden. Ja, und ansonsten, also hier können wir es noch einmal sehen, Umut Gruppe A, FC Pro Open. 3 Punkte geholt von Umut plus 1 Upgrade. Ich glaube, das hat er sogar heute schon gemacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. 6 Punkte geholt von Umut, dann nochmal ein normaler Spielstil plus und eine alternative Position. Das wäre richtig geil, wenn er dann ins linke Mittelfeld könnte zum Beispiel. Und wenn Umut 10 Punkte geholt hat, dann kriegt er nochmal ein plus 1 Inform Upgrade. Dazu kann Umut dann auch nochmal sich qualifizieren und dann bekommt Umut ein Inform Upgrade, also bekommt Renan Lodi ein Inform Upgrade und ein Spielstil dazu und Turnier gewonnen von Umut, wenn Umut das Turnier gewinnt halt. Ne? Ein Inform Upgrade, eine Spezialbewegung, das heißt, er kriegt dann 5 Sterne oder 4 Sterne Skills und einmal schwacher Fuß-Upgrade dazu noch. Das ist schon richtig krass. Und hier sehen wir einmal die ganz normalen Spielstile. Hier sehen wir einmal die ganz normalen Spielstile. Da hat er einmal den Schnittstellenpass, was ganz gut ist als Außenverteidiger. Die Grätsche immer wichtig und richtig und First Touch. Hier fehlen aber auf jeden Fall noch ein paar Spielstile, damit das Ganze jetzt hier ein bisschen besser wird, würde ich sagen. Aber egal, wir testen den, wir gehen rein in die Weekend League. Wünscht mir einfach nur Glück. Ich will in die Weekend League reingehen. Netzwerkverbindung wird überprüft seit locker 5 Minuten schon wieder. Das ist so bodenlos. 1-0. Zweite Minute. Erste Minute sogar. 2-0. Halbzeit 3-3. Mein Gegner ist deutlich schlechter. Spielspaß ist vorhanden. Ich teste das Ganze jetzt mal mehrere Spiele aus. Wir sehen uns gleich irgendwann. Oha! Ich hab Makengo gezogen. Ey, ich weiß nicht, was ist los. Bei mir kickt gerade die Müdigkeit. Boah, Chat, guckt euch das mal an, Alter. Meine Augen sind hier übel rot geworden gerade. Aber ich sag's euch ehrlich, es ist gerade auch schon 2 Uhr morgens. Und die Müdigkeit kickt, aber wir machen weiter, wir ziehen das durch, damit ihr das heute noch am Sonntag haben könnt. Also lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Und wisst ihr, was absolut respektlos ist? 95% von den Leuten, die die Videos sehen, haben noch nicht den Kanal abonniert. Also bitte Leute, wenn euch das Ganze gefällt, abonniert auch ganz gerne den Channel. Wird mich riesig unterstützen und
Ja, wir machen weiter mit Video. Ich habe jetzt alles gesehen in Ultimate Team. Ohne Witz, der Spieler trifft den Ball nicht. Er trifft den Ball nicht und ich kassiere trotzdem ein Gegentor, weil der Ball aus dem Nichts einmal wegfliegt. Digga, ich zock lieber 10 Jahre lang Sims und lass mich da von irgendwelchen Kochlöffeln umbringen, weil ich 17 Kinder habe und kein Kindergeld mehr zahlen kann, als dieses fucking Weekend League Game zu spielen. Ohne Witz, Mann. So, guckt euch das an. Ich schieße hier den Ball, er blockt den ab und jetzt passt auf, warte, wir drehen den Winkel. So, jetzt guck. Warte, hier. Wie ändere ich den Winkel? So. Er trifft nicht den Ball. Wo hat er den Ball getroffen? Wo? Ich kann dieses Spiel nicht mehr spielen. Es ist absolut unspielbar. So, wir haben die erste Version von Bailey abgeschlossen und das war schon Krampf. Und jetzt gehen wir noch in die zweite Version rein. Dass wir einen 85er Bailey da stehen haben. Eieieiei. Mir ist gerade übrigens auch eingefallen, ihr könnt noch investieren. Dazu kommen wir aber am Ende vom Video. Ich habe hier auf jeden Fall auch schon mal investiert vor einigen Tagen. In ganz viele 88er Karten. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch noch reingehen. Aber das zeige ich euch am Ende des Videos auch nochmal. Ich habe es endlich geschafft. Wir haben die Evolutions-Karte von Bailey freigespielt und fertig gemacht, Leute. Ihr wisst gar nicht, was das für ein Krampf war jetzt in der Weekend League. Wir haben auch nur noch ein Spiel, wir haben 9 Siege geholt. Wir werden das ganze Ding verschenken. Ihr kriegt dann gleich von mir bei der Bailey-Karte auf jeden Fall den ersten Eindruck. Sieht endlich mal ziemlich sick aus, so eine Evolutions-Karte hier drin zu haben. Ich habe ja wirklich gar keine in meinem Verein. Und ja, ihr kriegt auch noch gleich ein Fazit zu Renan Lodi noch dazu. Ansonsten muss ich sagen, das Team hat mir eigentlich einigermaßen gut gefallen. Thiago ist ganz in Ordnung für 100.000, bisschen zu teuer. Ich denke mal so 60.000 wären für den in Ordnung. Dieser Joao Pedro ist jeden einzelnen Coin wert. Real Talk, 21 Spiele, 21 Tore ist sehr, sehr stabil gewesen. Mudrik, naja, der Bräune immer noch gut. Kimpembe, King, da machst du nie was falsch. Und Klaus ist auch ganz in Ordnung. Jetzt kommen wir noch zu den beiden und gehen ins letzte Spiel rein. Wir gehen rein. Ich spiele als allererstes die Viererkette und hier ist schon mal Renan Lodi. Und ich muss euch sagen, guckt euch diesen First Touch an. Ich weiß nicht, was sich Umut dabei gedacht hat, aber meiner Meinung nach ist diese Karte komplett Quatsch. Seine Playsets sind da, aber das ist halt voll die Schmutzkarte. Also ich weiß nicht, ich fand den halt in den letzten FIFA-Teilen, diesen Renan Lodi, eigentlich immer ganz gut. Aber ich finde den so quatschig. Also diese Karachui zum Beispiel von Paris Saint-Germain finde ich viel, viel besser als diesen Renan Lodi, der jetzt hier mal eine Flanke bringt. Auf Bailey, den neuen Bailey und... Ach, Mann, ey. Aber Bailey gefällt mir bisher sehr gut. Also die 82er-Version hat mir sehr gut gefallen. Die 85er kann ich noch nicht beurteilen, aber der ist sehr beweglich, wie ihr sehen könnt. Ist ein Linksfuß auch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber eigentlich ganz cool, finde ich, so bisher. Da haben wir den nochmal. Und mit R1... Ja, okay, der war nicht so gut. Hier nochmal Renan Lodi. Das Passspiel von dem Typen gefällt mir irgendwie auch nicht. Also der ist wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes, den du da auf der linken Seite hast. Also wenn ihr mich fragt, ob ihr den machen sollt oder nicht, würde ich euch definitiv raten, den nicht zu machen. Also spart lieber euer SBC-Futter für die Icon-SBC, die morgen rauskommt. Aber das ist wirklich nichts. Hier ist nochmal Bailey. Und Bailey würde ich euch echt... Guck mal, schaut euch mal diese Beweglichkeit an, den kann ich euch echt nur empfehlen, ne? Ohne Witz, also der ist wirklich richtig gut. Wir haben jetzt auch das erste Tor mit ihm geschossen. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass Renan Lodi jetzt nicht so die beste SBC ist und dass Bailey zum Beispiel eine gute Evolutions ist, die jetzt gerade neu rausgekommen ist und for free. Und wir lassen jetzt hier mal ein Gegentor schießen, beziehungsweise wir quitten jetzt hier einmal raus und machen das ganze Game dann auch wirklich fertig. Das waren die Picks. Bodenlos, die beiden. Aber Rafael Varane haben wir auch noch. Das heißt, wir machen jetzt eine Hero SBC. Bevor wir aber ins Hero Pack gehen, habe ich hier natürlich die ganzen Gold Packs aus den Zielen und unsere Weekend League Rewards. Also dementsprechend halte ich euch auf dem Laufenden. Wenn wir ein Walkout ziehen, seht ihr das Pack. Wenn wir keinen Walkout sehen, dann seht ihr das Pack natürlich nicht. Ich will euch auch nicht unnötig auf dem Laufenden halten hier und auf die Folter spannen. Deswegen die ganzen Spiele einmal rein und ab geht's ins Pack Opening. Deutschland ZDM, war das ein Walkout, den ich geskippt habe? Lol, ich habe Malen gezogen. What the? Ey, Malen kostet nur 20.000. So, anscheinend haben wir jetzt so die besseren Packs, 80.5, 83.2, zweimal, Basis Hero, seltene Profis-Pack, ultimatives Pack, ne, also ich würde sagen, dann fangen wir mal hier mit 85er plus Profi an, ist ein Walkout, England, immer gut, Torhüter, oh, oh, hä, wer ist England Torhüter Menu, oh, oh, Frankreich, linkes Mittelfeld, Kingsley, nein, wer ist das denn, wer ist das? Es ist bodenlos. Ultimatives Pack muss jetzt gönnen. Es muss gönnen. Bitte, ey, gönn doch einfach. Er ist durchgelaufen. Er ist einfach durchgelaufen. Jetzt Italien, Linksverteidiger, Juventus. Wer ist das denn? Boah, es kracht. Das sind die Weekend League Rewards gewesen, Chat. Das waren die Weekend League Rewards. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in den Weekend League Rewards hattet. Allgemein auch, wie viele Siege ihr geholt habt. Das würde mich mal ganz doll interessieren. Und ob ihr das Spiel überhaupt spielt, ich finde es aktuell unspielbar und wir gehen auch direkt rein in unser Hero Pack. Es ist wirklich unspielbar, aber hier muss jetzt irgendwas Geiles drin sein. Frankreich ist eigentlich immer gut. Was ist denn der französische Linksverteidiger?
Wer ist denn? Mir fällt keine ein außer Mondi. Bombastator. Oh, ich weiß gar nicht, ob die jetzt so gut ist oder nicht, ehrlich gesagt. Ich öffne hier einfach noch so ein Vorschau-Pack und da ist ein Valverde drin. Was? Wo kommt der denn auf einmal her in meinem Vorschau-Pack? Wie viel kostet der Lachs noch? Ich kaufe den auch direkt, hundertprozentig. Was kostet denn Valverde noch? 200.000 Coins? So, machen wir das Ganze einmal kurz und schmerzlos. Das ist ganz entspannt. Hier bei den Investings 83er Karten für 1,30. Ein völlig in Ordnung Preis. Die können in der Woche auf 2.000 Coins gehen. Vielleicht 1.600, 1.700. Aber da macht ihr nichts falsch. Bei den 84er macht ihr auch nichts falsch. Für 3.000 Coins könnt ihr die auch easy mitnehmen. Bei den 85ern könnt ihr auch nichts falsch machen. Und was ich besonders attraktiv finde, ist gerade das High Rating. Also 87er, 88er und 89er Karten. Gerade wegen der Icon SBC, die heute rauskommen soll, wenn ihr das Video seht, also am Sonntagmorgen, und dementsprechend könnt ihr hier auf jeden Fall auch nochmal in die 88er reingehen, unter 24.000 Coins, und bei den 89ern für unter 35.000 Coins ist das auch nochmal ganz gut. Und allgemein im Low Rating habt ihr halt auch viele Möglichkeiten, wenn ihr da in 84er reingeht oder in 83er reingeht. Das wäre so mein Personal Favorite, wenn ihr nicht so viele Coins habt, und wenn ihr mehr Coins zur Verfügung habt, dann geht in die Icon SBC Futtersachen rein, und das ist dann halt 88, 87, 89er Rating, teilweise sogar die 90er noch mit, aber so sollte das Ganze auf jeden Fall sehr gut sein und ihr seid gut aufgestellt mit den ganzen Investments. Aber das war's dann auch schon mit dem Video, ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen, wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da, gerade in der Zeit, wo FIFA oder FC24 besser gesagt wirklich ein Schmutzgame ist, unterstützt mich jedes Like und jedes Abo auf diesem Kanal, deswegen Leute, macht einmal die beiden Klicks fertig, vielen, vielen Dank, 95% haben übrigens nicht abonniert, das ist echt krass. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.